Reitschuster.de und Sonnenschein. Veronika, 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 der Rest ist da, Veronika. Die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verdeckt. Das waren die Comedian Harmonists und Sie werden sich jetzt fragen, warum in aller Welt spielt uns der Reitschuster die Comedian Harmonists. Vor mir ging es um den Herrn, der zweite von der Seite, das war Ari Leschnikow. Warum geht es mir um Ari Leschnikow? Was hat der zu tun mit heute? Was hat der zu tun mit Corona? Was hat der zu tun mit der Situation, in der wir uns befinden? Ziemlich viel. Inspiriert dazu hat mich ein Artikel heute von Jens Schneidereit auf meiner Seite. Schauen Sie sich das an. Freiheit in Kroatien heißt dieser Artikel. Und da geht es darum, wie er in den Urlaub nach Kroatien gefahren ist und sich vorkommt wie in einer Zeitreise. Er schreibt, der erste Restaurantbesuch seit 7 Monaten, Straßencafés bersten voll, Party, ganz normales Leben. Und er kam sich vor wie auf einem anderen Planeten. Ich habe mich daraufhin entschlossen, das war für mich so der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, dass ich mir ein Ticket gekauft habe nach Moskau. Ich fliege heute in einer Woche, nächsten Samstag, in meine zweite Heimat. Für nicht allzu lange, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich das verlängere. Aber ich habe sofort gefühlt, wie das zu einer massiven Endorphinausschüttung geführt hat. Allein der Gedanke, in ein Land zu reisen, wo ich frei in ein Restaurant kann, wo ich mich auch schon erkundigt habe, mein Lieblingshotel dort, in dem ich immer bin, heute schon gemeldet, die Sauna ist offen, das Schwimmbad ist offen, das Fitnessstudio ist offen, rund um die Uhr, es herrscht dort ein ganz normales Leben. Kritiker halten dagegen dass auch mehr Menschen sterben, wobei man da auch wieder streiten kann, weil diese hohe Übersterblichkeit, die Russland hatte, die ist im Moment vor allem für das letzte Jahr gezählt und da haben sich die Maßnahmen ja gar nicht so stark unterschieden. Aber da kommen wir jetzt in ein ganz langes Gespräch. Warum aber Ari Leschnikow? Ari Leschnikow war ein Weltstar, ist einer der 6 Comedian Harmonists. Er ist damals reich geworden und die ganze Welt lag ihm und seinen 5 Kollegen zu Füßen. Dann kam der Nationalsozialismus, das Dritte Reich, die Gruppe wurde aufgelöst. Er kaufte sich von seinen ganzen Ersparnissen ein Haus in Sofia, Bombenangriff, Haus zerstört. Und Ari Leschnikow lebte den Rest seines Lebens in bitterer Armut. Als Gärtner schlug er sich durch und er war in der Unfreiheit im Kommunismus in Bulgarien. Und ich habe das immer so erlebt und wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen. Der eiserne Vorhang hier, der freie Westen, wo man alle Freiheiten hatte und auf der anderen Seite das kommunistische Europa, wo man keine Freiheiten hatte, wo man ständig mit Propaganda indoktriniert wurde, wo man den Leuten immer erzählt, dass es im Westen so schlecht ist. Wenn ich mir das jetzt heute anschaue, ich mir jetzt anschaue, wie wenig Freiheiten wir in Deutschland haben, wie groß die Gefahr ist, dass wir im Herbst nochmal eine massive politische Verschärfung haben, dass wir abgleiten, wenn jetzt schon die Rede davon ist, dass der Klimaschutz ein Grund sein kann, im Namen künftiger Generationen jetzt die Freiheit der Lebenden einzuschränken. Wenn ich diese Entwicklung anschaue, dann stelle ich mir die große Frage, könnte es nicht passieren, dass sich das Ganze umdreht? Dass wir hier im alten freien Westen in Deutschland in eine Unfreiheit abgleiten, dass wir dann irgendwann sehnsüchtig hier ins Ausland schauen und denken, mein Gott, da herrscht der Freiheit. Eine Gastautorin von mir hatte einen wunderbaren Artikel, in dem sie das verglich. Sie ist
aus Russland stämmig, beziehungsweise die Eltern. Und ihre Schlüsselthese ist, in Russland haben wir freiheitliche Autokratie und in Deutschland totalitäre Demokratie. Und sie beschreibt das sehr ausführlich, dass in Russland die politische Freiheit massiv beschränkt ist. Das ist tatsächlich so, dass dafür aber ein sehr freiheitliches Denken herrscht, dass sich die meisten Russen das nie gefallen lassen würden, was man hier erlebt. Ein Einmischen des Staates in den privatesten Bereich, dass wir hier umgekehrt politisch noch Demokratie haben mit massiven Einschränkungen, mit totalitären Elementen, dass aber eine regelrechte Verachtung der Freiheit vorherrscht und ein regelrechtes Bedürfnis eingeschränkt zu werden. Und die große Frage in meinen Augen, kann das nicht irgendwann kippen? Ist die Gefahr da, dass man irgendwo den Moment verspielt, wo man nicht mehr raus kann? Ich habe das gerade erlebt in der Zeitung der Stiftung Warentest gelesen. Ein Gerichtsurteil hat ein Wohnungseigentümer wegen Eigenbedarf kündigen wollen, die Wohnung, weil seine Tochter in diese Stadt zog, nach Berlin zum Studieren. Und da beschlossen dann die Richter, zu viel Wohnraum, das braucht die nicht. Er kann sein eigenes Eigentum dafür nicht nutzen. Wenn das so weitergeht, wird dann auch der Staat irgendwann bestimmen, wie viel Quadratmeter der Einzelne nutzen kann, ohne Strafen für das Klima zu bezahlen. Bei den Grünen geht es jetzt schon so weit in ihrem Programm, dass sie fordern, dass Deutsche weltweit deutscher Besteuerung unterliegen, damit sie nicht sozusagen aus Deutschland weg können wegen der Steuer. Ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie in die Mongolei ziehen, da haben Sie ein ganz anderes Leben, da haben Sie viele Sachen, die nicht so bequem sind, haben Sie viele Nachteile und dann sollen Sie so viel Steuer bezahlen wie in Deutschland, wo sie doch noch relativ viele Vorteile haben. Ich verstehe das nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe uns da am Abgleiten. Ich habe mir das Programm der Grünen etwas angeschaut. Eine Mitarbeiterin ist da tiefer rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also so möchte ich nicht leben, wie das da beschrieben ist. Und für mich die große Frage, die Arilejnikow-Falle. Können wir sicher sein, dass wir uns nicht plötzlich auf einer falschen Seite eines neuen, nicht eisernen, aber dann vielleicht ökosozialistischen oder klimasozialistischen Vorhangs befinden? Wobei der Begriff Sozialismus falsch ist, der führt in die Irre. Diese neuen grünen Eliten, die sind ja sehr eng mit den Konzernen, mit Google, mit Amazon und dergleichen. Nee, nein, 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 nein. Das geht eher so dann in Richtung China, Überwachungsstaat und selbst wenn sie Geld haben, dann kann es sein, dass Sie mit der App dann irgendwann kein Flugticket mehr kaufen können, weil denen sagen, ja, Sie waren nicht ökologisch genug. Mir macht das große Sorgen, was hier passiert. Ich bin jetzt unglaublich gespannt auf Moskau. Ich hoffe, Sie sind auch gespannt und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn ich dann etwas weniger aus Moskau, Deutschland mache, sondern von dort dann viel Berichte von meinen Eindrücken, dort gerade auch mit Videos. Ich zähle die Tage, noch 7 Tage und diejenigen Freunde von mir, die jetzt in Russland waren, die sagen, es ist wie eine Zeitreise. Man kann das kaum fassen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde Ihnen berichten. Aber jetzt erstmal einen schönen Restsamstag, ein schönes Wochenende noch. Alles Gute. Grüße aus Berlin. Schauen Sie wieder rein. Abonnieren Sie die Seite. Abonnieren Sie den Ersatzkanal reitschuster.de. Alles Gute. Danke. Ciao. Einen hätte ich noch, sonst würde etwas fehlen. Ganz toller Artikel von Herrn Maul, einem Gastautor, darüber, dass Daten des Bundesgesundheitsministeriums den Verdacht nähren, dass das stimmt, wovor Corona-Ketzer wie der Dr. Wodarg gewarnt haben, dass nämlich in Wirklichkeit das, was wir als die schlimmen Covid-19-Fälle kennen und was ja natürlich auch schlimm ist, nicht obendrauf kommt an das, was wir an schweren Erkältungskrankheiten in den Vorjahren hatten, sondern eigentlich nur daneben steht. Unglaublich interessant steht jetzt gerade auf meiner Seite und den Reisebericht aus Kroatien empfehle ich Ihnen sehr. Alles Gute, danke, ciao, auf Wiedersehen. Und jetzt nochmal ganz kurz Arilejnikow im Alter. Insofern das Einzige, was hier ein bisschen optimistisch stimmt, seine Lebensfreude hat er da offenbar trotz bitterer Armut nicht verloren. Danke, ciao, tschüss. Jetzt richtig, tschüss. Und das war Erfolg. Ich habe gesungen für die Menschen.
mit Verstand. Das heißt, ich habe Text, Melodie und durch dann meine Vortragen habe ich die Menschen Zufriedenheit gegeben. Glücklich gemacht. Da. Und dann absolvierte Militärschule. 1916 bis 1918 Militärschule. Als Junge Militärschule habe ich gesungen im Park. Und unser Kapellmeister hörte meine Stimme und sagte mir, du wirst kein Offizier, du wirst Sänger. Er kam wie so viele damals nach Deutschland, Tausende oder Hunderttausende aus der östlichen Welt, denen der deutsche Lebensstandard geradezu wie ein Himmelreich vorkam. Ich habe da in Deutschland Kultur gelernt. Er hatte auch studiert, hat eine Gesangslehrerin gehabt, Reschnikow, ja. Und war sehr arm, war ein kleiner Kellner, der kellneriert und gesungen hat in einem bulgarischen Restaurant. Wäre mein Studium. Ich hab's Essen und ein paar Mark verdient. Und er hat eine wunderschöne, zarte, kleine Stimme, aber eine herrliche Stimme gehabt. Das D über dem hohen C, wenn notwendig, und eventuell noch mehr. Und ich sang diese russische Romanze. Ugalok. Ugalok. Und ich sehe eine hübsche Frau, Tränen, und mit ihrem Tuch war fertig, steht auf, umarmt mich und küsst mich. Ich war baff. Yeah, la 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 la.